Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Was geht ab und oh mein Gott, Leute, heute wird's einfach nur crazy. Heute machen wir mal etwas, es wird so verdammt lange dauern, Alter. Ich habe jetzt schon Angst davor, ne, Angst eigentlich nicht, aber Digga, das wird mindestens mal 5 Stunden dauern. Und zwar werde ich heute 1000 Tickets in RoboRumble verzocken. Es ist einfach nur komplett crazy. Ich bin mega gespannt, wie viele Kisten das bringen wird. Ich schätze mal ganz grob so um die 550 bis 600 Tickets, so um den Dreh. Ah, Tickets sag ich schon, Kisten. Leute, das ist auf jeden Fall einfach nur crazy. Und mit dabei habe ich mir heute Unterstützung geholt vom HiFirst und vom Unbreak aus dem E-Sports-Team Zeus. Was geht ab, Jungs? Jo, hi. Jo, servus. Was geht? Ja, genau. Ich hoffe mal, die können mich ein bisschen carryen. Ich glaube, so einen krassen Unterschied macht es eh nicht, aber das macht dann schon ein paar Kisten aus, wenn man dann so ein bisschen länger, sage ich jetzt mal, überlebt. Leute, ich habe schon ausgerechnet, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Markenverdoppler. Ich habe jetzt aktuell 14.300, das wird nicht mehr ansatzweise reichen. Also bei 50 Runden mit 20 Tickets Einsatz sind wir auf 1000 Runden und pro Runde 600 Tickets, ja, brauchen wir auf jeden Fall 30.000. Wie mein Mathe-Genie-Kopf das auf jeden Fall schon ausgerechnet hat. Oder halt der Taschenrechner, ne? So, let's go. Alter, das kostet so viel, ne? Oh mein Gott, let's go, komm mal. Und 29.000, 30.000 Tickets, Digga. Ich habe gerade fast 1000 Gems dafür ausgegeben. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen, Leute. Und ich würde fast sagen, ach, 2 Gratis-Tickets haben wir auch noch. Starten wir einfach mal rein in die erste Runde, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal gerne mal kostenlos. Das wird einfach nur crazy. Ich schneide einfach mal so ein paar Highlights zusammen. Natürlich nicht jede Runde, aber ja, wir zocken jetzt erstmal die Kombi 8-Bit bzw. Scheißautomat mit der Mutti und mit Jesse. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das funktioniert. Vor allem dann mit dem Rage-Turm von dem Scheißautomat. Das könnte schon heftig sein, ne? Also ohne Scheiß. Und die Range noch dazu ist auf jeden Fall krass. Also ich glaube, das könnte auf jeden Fall gut hinhauen. Ich bin gespannt, wie 8-Bit hier performt im RoboRumble. Ja, also ich habe selber noch gar nicht probiert. Aber ist eigentlich eine krasse Idee. Weil ohne Scheiß, dieser Boost dann nochmal mit der Star-Power. Ich habe nicht das Extra-Leben, Leute, sondern ich habe die Range. Und das ist halt schon heftig. Dann place ich das in die Mitte und ihr habt noch im Umkreis von 10 Kilometer diesen Rage. Vor allem auch gegen den Boss, dann kann man den vielleicht auch mal näher ranholen. Muss man alles probieren, denke ich mal. Aber genau, also Ziel ist auf jeden Fall mindestens 6 Minuten, am besten natürlich die Max-Zeit 6 Minuten 15. Ja. Sollten wir eigentlich schaffen. Okay. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt. So. Okay, Leute, der erste Roboter kommt doch schon. Soll ich mein Ding einfach jetzt mal hier placen oder vorne beim Roboter? Weiter vorne. Okay, dann haben wir das jetzt hier schon mal am Start. Ja, der Damage das schon mal, aber... Oha, das ist so krank. Ja, safe, Digga. Das ist ja mal absolut geil, diese Taktik, Leute. Also, wie schnell das einfach down geht, das ist einfach nur heftig. Das ist einfach nur heftig. Und mein Tower, mein Boost habe ich eh bald schon wieder ready. Digga, diese Star Power heißt einfach Booster Boost. Kann das sein? Wisst ihr das? Ich glaube nicht. Total retarded irgendwie, feiere ich aber den Namen. So, okay Leute, 1 Minute 55 haben wir schon mal, also das ist ja nochmal relativ easy bis jetzt. Tresor hat auch noch 100%, also ich bin echt gespannt, wie das mit euch funktioniert, weil letztens habe ich ja mit Marvin im Stream gezockt, 1000 Tickets, da haben wir 6 Stunden gebraucht, also 5 Stunden 50, aber ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich sogar noch länger brauchen, oder? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben auch ein bisschen viel gelabert zwischen den Runden dann, aber mal gucken. Weil wenn wir jetzt immer 6 Minuten 15 überleben, 50 Runden, ja, 50 mal 6, warte mal, und dann noch mit der 6,30 brauchen wir safe, also, oh mein Gott, warte, ich rechne das gleich aus. Ah, dann, okay, 5 Stunden, ja, ungefähr 5,5 Stunden werden wir schon brauchen, wenn wir halt die ganze Zeit durchgehend zocken. Oh lol, mein Turm ist schon weg. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. So, let's go, aber nächster Turm ist schon wieder da. Ja, also ich glaube, das könnte schon krass funktionieren, ohne Scheiß. Also es sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. So, 3 Minuten 15. Ist jetzt immer noch, dass wir in unserem Dreieck stehen. Okay, Leute, Welle 21 und der nächste Riesenroboter kommt auch schon wieder. Wir müssen jetzt gut verteidigen. Ja. Ich place das mal so hinter die Wand, ne? Macht auf jeden Fall massen Sinn. Weil dann defft die Wand da auch nochmal ein bisschen. Ja, Digga, und jetzt machen wir auf jeden Fall ordentlich Damage. Ja, das ist echt heftig, ohne Scheiß, mit dieser Range von dem Turm einfach, wie schnell der einfach down geht, wenn wir da alle geraged sind. Genau, jetzt dein Töd kannst du auch schon mal in die Mitte stellen, an einer Ecke am besten. Ich? Am Tresor, ja. An einer Ecke.
Okay. Genau, dass wir dann so ein Dreieck bilden können mit unserem Schild. Also so oder noch weiter außen? Ja, das passt, genau. Stellen wir jetzt auf die Seite, ja. Okay. Jetzt ist der Tresor nämlich auch nochmal durch die Chibits geschützt. Ah ja. Perfekt. Digga, das funktioniert ja mal anders krass, ne? Also mit dem scheiß Automaten, Leute. Also die Taktik könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall bei jedem funktionieren, ne? Muss man halt nur ein bisschen tryharden, so. Los geht's. Junge, die werden so vermöbelt, diese Bots. Easy. Okay, 5 Minuten 35 haben wir schon mal. Ja, also ich glaube, das könnte echt gut hinhauen. Mit 6 Minuten 15 pro Runde. Das ist ohne Probleme eigentlich, weil bis jetzt strugglen wir noch nicht wirklich. Let's go. Ja, zack. Jetzt kommen die schon ein bisschen näher ran. Jetzt kann, der erste Damage kommt auf den Tresor, 95%, aber easy going, Alter. Jetzt mal Real Talk. Das ist ja mal echt crazy. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass es so easy geht, weil ich bin da jetzt nicht unbedingt so am Tryharden. Ich bin ja eh nicht der beste Spieler, aber Leute, das ist ja schon mal geil. 6 Minuten 15 und mehr Bonus kann man gar nicht bekommen, ne? Nee. Jetzt können wir uns auch eh verrecken lassen, können wir Zeit sparen. Ja, stimmt. Easy, krass. Also 6 Minuten 21, Leute. Ist schon mal auf jeden Fall heftig. Ab 6 Minuten 15 haben wir schon den maximalen Bonus, also 640 und das mal 2 sind 1280 Marken und das sind 12,8 Brawlboxen. So, Leute, dann würde ich sagen, die nächste Runde, let's go. Wir dürfen eigentlich keine Zeit verlieren, also ab in die nächste. Aber das funktioniert auf jeden Fall schon mal richtig, richtig krass. Also danke auf jeden Fall schon mal für den Support hier an High First und Unbreak. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Da gibt es einen YouTube-Kanal von denen, da könnt ihr mal abchecken. Diese zwei Best-Offs habt ihr da hochgeladen, oder? Genau, ja. Ja, einfach mal abchecken, Leute. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit der nächsten Runde. Also Leute, wenn ihr eure Tickets loswerden wollt und so viele Brawlboxen wie möglich bekommen wollt, dann zockt auf jeden Fall Robo Rumble und zockt diese Combo mit einfach einem eingespielten Team. Also holt euch da ein paar Leute ran, die sollen da euch einfach mal helfen und dann geht das auch schon easy klar. Also wirklich so, das ist glaube ich echt aktuell so die krasseste Taktik, mit der man auf jeden Fall jede Runde den maximalen Bonus erreichen kann. Und schaut euch das einfach mal an, wie heftig schnell dieser Roboter down ist in dem Rage. Also, es ist einfach nur faszinierend, Leute. Kauft den Merch, www.scheißboxer.shop. So, Welle 13, das heißt, nächste Welle kommt schon wieder der große Roboter. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, den auseinanderzunehmen. Ey, das geht halt wirklich so verdammt schnell. Da kommt er auch schon rechts um. Ah ja, holt ihr noch den Bot und dann können wir eigentlich schon mal starten, den zu attackieren. Okay, let's go. Und da ist auch schon down. Digga, das geht einfach so verdammt schnell. Also überhaupt kein Problem, Leute, mit dieser Kombi. Macht das gerne nach. Ohne Scheiß, das wird auf jeden Fall hinhauen. So, Welle 15. Leute, ich würde sagen, wir schaffen da auf jeden Fall auch wieder die maximale Zeit oder den maximalen Bonus. Von der Zeit her könnte man natürlich noch ein bisschen länger schaffen. Aber ich glaube, über 6:30 wird es dann fast schon unmöglich. Weil ihr habt ja gesehen vorhin, wie viele Bots da plötzlich aus allen Ecken kamen und am Tresor dran waren. Also da wird es dann auf jeden Fall schon struggle, aber brauchen wir eh nicht. Also sobald wir 6:15 haben, können wir eigentlich schon unseren Tresor töten lassen, damit wir natürlich so viel Zeit sparen wie möglich. Damit die Bots ein bisschen schneller down gehen und Welle 21, der nächste Riesenroboter, ist im Anmarsch. Zack, ich place dann mal meinen Booster hier hin hinter die Mauer. Let's go. Zack, das war's dann auch. Easy, okay. 4 Minuten 50 haben wir schon mal. So Leute, und wir sind bei Welle 25. 5 Minuten 25 haben wir gleich schon mal. Und es scheint noch alles easy zu sein. Oh, ich habe meinen Rage Storm aus Versehen neu platziert. Kann man machen. Let's go. Welle 26. Digga, das ist halt echt easy, ne? Also ich hätte, ohne Scheiß, Leute, ich hätte wirklich gedacht, da muss man sich mehr konzentrieren. Aber das kann man ja wirklich so nebenbei. Kann man noch ein Happy Meal vernaschen oder so. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Let's go. Zack, 5 Minuten 50. Und jetzt wird schon ein bisschen struggle-mäßiger. Aber kriegen wir auch noch hin. Komm schon. Zack. Oh, mein Rage-Sturm ist sogar wieder weg. Kann man machen. Dann brauche ich jetzt gleich mal einen neuen. Hallo. Ja, perfekt. Da ist der nächste. Und der geht wieder drauf. Aber sollten wir hinbekommen, oder? Ja. Und wir können, glaube ich, schon den Tresor töten lassen. Ja. 6 Minuten 15 haben wir wieder. Zack. Jetzt einfach töten lassen. Und somit haben wir schon wieder in dieser Runde den maximalen Bonus, Leute. Also ich glaube, das wird, wie gesagt, überhaupt kein Problem hier, jede Runde den maximalen Bonus rauszuholen. Wir müssen auf jeden Fall da aktiv
dranbleiben und so viel zocken wie möglich, dann kriegen wir das hin. 1280 Marken wieder, let's go, also 12,8 Truhen. Auf jeden Fall nice. Nächste Runde. Okay, Leute, das war die dritte Runde. 6 Minuten 23. Ja, wir müssen es hinbekommen, dass wir das besser timen auf genau 6,15, weil es sind wertvolle Sekunden, aber natürlich wieder maximaler Bonus. 12,8 Truhen. Let's go. Nächste Runde. 6 Minuten 21. Wir kommen immer näher auf die 6 Minuten 15. Und natürlich wieder easygoing. 640 mal 2 sind 1280. Und nächste Runde. Mit maximalem Einsatz. Weiter geht's. Ja, 3 Sekunden zu viel. Passt aber ganz gut, Leute. Das gibt auf jeden Fall wieder, ja, 640 Marken und natürlich mal 2, also 1280. Easy going, Leute. Wieder 12,8 Brawlboxen. Nice. Nein, ich habe ein Ticket gesetzt. Leute, nächster Win, nächste Runde. 6 Minuten 18, auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Das gibt wieder den maximalen Bonus. Diesmal habe ich tatsächlich 20 Tickets eingesetzt. Alter, wenn mir das nochmal passiert, Leute. Mit einem Ticket, das ist so die Zeitverschwendung, ne? Aber guck mal, Leute, zack, die Kisten, die Marken flattern hier wieder rein. 969 Kisten aktuell schon. Ja, oh, das sieht doch ganz gut aus vom Timing. 6 Minuten 18 ja, wieder, Leute. Okay. Ja, kann man machen. 3 Sekunden ist okay. Die 3 Sekunden werden wir schon überleben. Let's go. Und Leute, es gibt wieder 640 Marken, 1280 mit Markenverdoppler und da flattern die Kisten wieder rein. Nächste Runde, los geht's. Let's go, komm schon. 6 Minuten haben wir schon mal. Digga, das kriegen wir sogar hin. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, das schaffen wir. Ich respawn jetzt nochmal. Na, nicht ganz, oder? Nein, nicht ganz, okay. Aber immerhin fast. Also 6 Minuten 10. Nicht ganz den maximalen Bonus bekommen, aber geht auf jeden Fall klar. Kann man machen. Und ich würde sagen, Leute, wir probieren jetzt mal die längste Runde zu spielen. Also einfach mal auf spontan jetzt tryharden und mal gucken, was wir da so hinbekommen von der Zeit her. Aber das gibt auf jeden Fall schon mal 12,4 Truhen. Auf entspannt. Jetzt sind wir schon fast wieder bei 1000, Leute. Ihr könnt euch erinnern, 1000 hatte ich ja, bevor ich Sandy gezogen habe. Da habe ich sogar 1100 gehabt. Da musste ich ein paar öffnen und habe dann noch ein paar geöffnet, um die Star Power zu bekommen. Leute, hat auf jeden Fall alles funktioniert und dann war ich irgendwie bei 900. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder nach oben. So, dann würde ich sagen, let's go. Probieren wir einfach jetzt die längste Runde hinzubekommen auf spontan. Naja, egal, wir haben noch einen Versuch. Schneide ich einfach raus. Okay, Leute, die letzte Runde war nix. Das war ein kleiner Fail, aber auf jeden Fall wieder maximale Zeit rausgeholt, Leute. Jetzt probieren wir es, hier eine heftige Zeit aufzustellen. Also wenn wir so an die 7 Minuten rankommen, wäre das schon auf jeden Fall crazy. Übrigens, Leute, wenn ihr den Kanal oder mich supporten wollt, ihr könnt gerne mal zusätzlich zu eurem Abo eine Mitgliedschaft abschließen. Da habt ihr ein paar Vorteile. Und zwar habt ihr erstmal ein wunderbares Abzeichen vor eurem Namen und ihr habt 10 exklusive Emotes im Live-Chat, wenn ich live streame, und ihr habt noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel, sobald der Discord-Server online ist, einen speziellen Rang dort plus, oh nein, keine, nein, er hat eine Warze statt, ganz mies, plus hier einen extra Bereich, wo ihr euch aufhalten könnt. Eben die Mitglieder ist auf jeden Fall eine geile Sache. Das ist gar nicht gut. Guck mal, diese Wand hier, ja, okay, es macht nicht so einen Riesenunterschied, aber die können halt, die Sniper können da halt jetzt leichter reinshooten. Zack, und das ist Welle 28, ja. Da kommt kein Riesenroboter mehr. Also Welle 28 schafft man tatsächlich, aber... Ja, sieht gut aus, ein bisschen jetzt konzentrieren. Da gibt's großen, ne? Ja. Nach unten. Oh, links unten ist richtig viel. Ja, jetzt kriegen wir schon den ersten Damage. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh nein, ich bin tot. Sind wir alle tot? Ja. Ey, die kamen von überall gerade, ne? Ja. Naja, 6,22 kann man auf jeden Fall machen. So Leute, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal über 1000 Brawlboxen am Start. Wir zocken jetzt einfach mal weiter. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen mehr erspielt habe, weil ich kann das nicht alles reinschneiden. Das Video wird sonst viel zu lange, ihr wisst Bescheid. Also würde ich sagen, bis gleich. Jetzt wird schon struggle-mäßig, aber es geht, es geht. Nächster Geschützturm. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott, sie kommen von überall. Aber es sind keine Sniper, es sind keine Sniper. Also nur einer. Das ist schon gut. In Ordnung. Ich respawne gleich, ich kann die tanken. Jetzt kommt noch schneller. Oh, ich bin tot. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber mein, oh mein Gott. Aber, ja? Bisschen überleben wir noch. Das war's, das war's. Aber krass, immerhin 6 Minuten 37. Geht auf jeden Fall klar. Kann man machen, Leute. War schon mal eine gute Runde. Leute, das war jetzt die letzte Runde mit High First und Unbreak. Auf jeden Fall danke fürs dabei sein und natürlich wieder der maximale
Bonus oder die maximale Markenbelohnung, und zwar 12,8 Kisten umgerechnet direkt schon. Und dann sind wir schon mal bei 1084 Kisten. 740 Tickets habe ich noch, aber ich habe mit 1040 oder so gestartet. Das heißt, ich muss nur noch 700 verzocken. Und ja, Leute, ich würde sagen, danke fürs Dabeisein. Jetzt switchen wir, und neu dazugekommen sind Benny und Sneaks. Was geht? Moin. Hi. Okay. So, okay, der erste Riesenroboter kommt schon mal, Leute. Also, bis jetzt, ja, am Anfang ist eh immer relativ easy. Da muss man ja nicht auf viel achten. Und die 6 Minuten 15 für den maximalen Bonus sollten wir auch hier, denke ich mal, hinbekommen. Selbst wenn hier der Benny, also Harald, jetzt seine Jesse noch nicht auf 9, noch nicht auf Star Power hat, sondern erst auf 9. Aber sollte auf jeden Fall klappen. Okay, Leute, der nächste Riesenroboter kommt, den holen wir uns auch direkt. Und ich merke schon langsam, Leute, wie es echt anstrengend wird. Also, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft, ne? Aber es ist jetzt schon ohne Scheiß. Also, selbst nach 300 Tickets merke ich schon, dass ich absolut keinen Bock mehr habe. Aber, Leute, wir ziehen das durch. In diesem Video werden auf jeden Fall die 1000 Tickets verzockt. Ja, auf jeden Fall für 1000 Tickets würde ich mal sagen, 1 Million Likes. Könnt ihr hinhauen, lasst einen Daumen nach oben da. So, also den Roboter haben wir auf jeden Fall auch überstanden. Und jetzt geht es eh nur noch um die letzte Minute. Und das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Leute, ich glaube auf jeden Fall, das klappt genauso gut. Und dann kriegen wir auf jeden Fall immer den maximalen Bonus pro Runde. Also 12,8 Kisten mit Markenverdoppler und maximalem Einsatz. Das ist schon heftig eigentlich, wie viele Kisten man da pro Runde sammeln kann. Aber wenn man das auf die 1000 Tickets sieht, ne, das ist so viel Zeit, die da drauf geht einfach nur. Aber, naja, was macht man nicht alles für die Klicks? So, also, 5 Minuten 20, Welle 25, und wir sind noch fast bei 100%. Ist jetzt alles easy. Wir können uns dann eigentlich so ab 6 Minuten 7 ungefähr unseren Tresor schon angreifen lassen. Damit wir dann halt ungefähr zu 6:15 down gehen. So haben wir das gerade vorhin auch die ganze Zeit gemacht. So, go, der Sniper hier unten, der kann auch mal drauf gehen. 8 HP, okay, weg ist er. Und gleich schon die 6 Minuten, Leute. Das haut auf jeden Fall gut hin. Das freut mich schon mal. So, Welle 28, zack. Die Sniper sind auf jeden Fall beide weg. Und jetzt kommt auf jeden Fall eine fette Welle. Jetzt kommen ein paar. So, und ich glaube, ab jetzt können wir schon weg vom Tresor. Können wir damagen lassen. Ich zock jetzt auf jeden Fall ein paar Stunden durch. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar Tickets schon verzockt habe. Ne? Also bis gleich, Leute. So, Leute, begonnen haben wir bei 1042 Tickets. Wie ihr es vielleicht noch in Erinnerung habt. Und wir sind jetzt bei 560. Also, Leute, nach dieser Runde bin ich genau bei der Hälfte angelangt. Und ich bin mega froh. Ich zock die ganze Zeit drüben im Wohnzimmer auf dem Sofa und liege. Weil mein Nacken ist so verspannt irgendwie. Weil ich die ganze Zeit so runter gucke irgendwie. Überhaupt nicht gesund, aber naja, Leute, ich würde sagen, jetzt zocken wir erstmal die Runde, mit der wir dann die Hälfte geschafft haben. Hallo Mama, genau. Okay, Leute, mal gucken, wie lange wir jetzt hier hinbekommen, Leute. Wir haben vorhin gerade schon aus Versehen 6 Minuten 50 geschafft, weil wir haben einfach alle vergessen, dass wir draufgehen können eigentlich. Deswegen, aber mal gucken, vielleicht auf Zwang klappt es halt irgendwie nie. Das haben wir vorhin auch die ganze Zeit probiert. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie auf die 7 Minuten hinzuspielen, das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Ich bin gespannt. Immerhin die maximale Zeit, Leute. Kann man auf jeden Fall machen. 6 Minuten 24. Und das gibt natürlich wieder 12,8 Truhen insgesamt, Leute. So schmeckt das auf jeden Fall, ne? Also kann man echt schon mal machen. Und ja, jetzt sind wir auf über der Hälfte. Also geht auf jeden Fall gut voran. So, Leute, also, wir haben jetzt nochmal ein neues Team. Jetzt ist der Fabi und der Gamer King am Start. Was geht ab, Fabi? Moin. Moin, der Gamer King ist gerade gemutet, aber Leute, ich sag's euch, ich habe maximal überhaupt keinen Bock mehr. 100 Tickets habe ich im Prinzip noch, also eigentlich 143, aber weil wir bei 40 gestartet haben, ziehe ich das ab. Das heißt, wir müssen nur noch 100 verzocken, dann bin ich tatsächlich fertig und ich bin aktuell bei 1463 Brawlboxen. Ist einfach nur mega heftig, und was gerade einfach passiert ist, der Fabi hat einfach gerade Sandy aus einer Freebox gezogen. Das muss eigentlich daran liegen, dass ich im Call war, hast du auch gerade schon gesagt, ne? Ja, ist auf jeden Fall nice. Also Glückwunsch erstmal dazu. Und ja, dann würde ich sagen, genau, ich wollte noch Markenverdoppler holen und ich wollte mir noch den Pirat Jean holen, bevor der jetzt erstmal verschwindet aus dem Shop. Let's go, da haben wir auch schon mal den Skin am Start. Das wollte ich sowieso machen. Digga, dieses Top-Angebot, das muss ich mir auch noch holen auf einem anderen Account oder so. Und Markenverdoppler, genau, das wollte ich noch holen, weil der ist jetzt tatsächlich ausgegangen, beziehungsweise 1700 oder so waren noch übrig. Da muss ich natürlich nachlegen. Und dann würde ich fast sagen, können wir auch schon starten in die
fünftletzte Runde. So Leute, wir sind jetzt hier in der letzten Runde. Also nach der Runde habe ich wirklich die 1000 Tickets verzockt. Das ist einfach nur unnormal heftig. Wenn man jetzt überlegt, dass ich hier seit 6 Stunden und 15 Minuten vorm iPad sitze und die ganze Zeit am Zocken bin. Das ist einfach nur geisteskrank, Leute. Ist einfach nur geisteskrank. Aber das Ergebnis ist natürlich auch echt geil. Wir haben richtig, richtig viele Brawlboxen gefarmt. Also ich habe mindestens 550 Brawlboxen gefarmt. Ich muss gleich nochmal gucken, mit wie vielen wir genau begonnen haben. Aber das ist auf jeden Fall einfach nur heftig, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr, sag ich jetzt mal, Kisten-Brawlboxen farmen wollt, dann wartet auf RoboRumble, spielt diese Kombi. Es ist wirklich, so wie wir es jetzt feststellen konnten, eigentlich die krasseste Kombi. Einfach den Scheißautomaten 8-Bit mit seiner ersten Star-Power, falls ihr die Star-Power schon habt. Und dann einfach Pam und Jesse. Bei Jesse ist es auch die erste Star-Power und bei Pam auch, ne? Ja. Ja. Ja, easy. Also Leute, wisst ihr Bescheid? Beste Kombi ever. Und jetzt schaffen wir hier noch eine schöne Runde mit 6 Minuten 15 Minimum. Und dann sind wir auch durch. Okay, Leute, der letzte Riesenroboter, den ich heute sehen werde. Oh, das tut so gut. Das tut so gut, Alter. Ich habe wirklich unnormal keinen Bock mehr, Leute. Ich bin ultra müde. Ich habe sowieso so wenig gepennt. Und jetzt die ganze Zeit aufs iPad gucken, Alter. Ich freue mich schon, wenn ich mal weg bin vom iPad, ey. Die guten Jahre, die guten jungen Jahre, wo ich irgendwie 10 Stunden durchgehend gezockt habe, Clash of Clans damals, die sind schon vorbei, Leute. Ich bin schon ein alter Mann. Ich kann mir das echt nicht mehr geben, ne? Nee, aber geht eigentlich noch. Also so schlimm ist es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt gleich fertig sind. 5 Minuten haben wir auch gleich schon geschafft. Und ich würde sagen, wir schaffen jetzt hier mal einen neuen Rekord. Jetzt auf spontan noch. Ich glaube, 6 Minuten 50 war jetzt heute der aktuelle Rekord. Aber das war gar nicht in der Aufnahme drin. Ja, jetzt denkt jeder, ich lüge die an, ne? Wir können gleich noch im Kampflog nachschauen. Aber ich glaube, 6 Minuten 50. Ja, stimmt. Da sind ja nur 30 Fights, oder? Oder wie viel? Ja. 30. Ja, Profi Puki weiß das natürlich. Spaß. Okay, aber auf jeden Fall war das schon nicht schlecht. 7 haben wir aber immer noch nicht geschafft. Aber Leute, ich habe sowieso schon mal 13 Minuten 14 geschafft. Damals mit dem Bug noch, also vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ist auf jeden Fall geil, sieht nice im Profil aus. Die Bestzeit auf jeden Fall, ja, kann man machen. So, ich könnte ja mal meinen Turm hier hinsetzen. Das wäre auch eine krasse Idee. Oh nein, lol. Der Sniper geht einfach auf den Tresor, nicht auf meinen Turm. Ehrenmann. Finde ich eigentlich ganz geil. Weil sonst hätten wir jetzt keinen Turm mehr gehabt. Ja, jetzt ist er sowieso weg. Oh mein Gott, Alter. Jetzt stürmen die uns schon wieder hier. Ah. Das hat eigentlich ganz gute Spawns. Ja, die Sniper sind jetzt mies. Die müssen wir schnell töten, warte. Hier kommt ein Getter. Ja, die Sniper, die sind die miesesten. So habe ich irgendwie in Erfahrung gebracht. Weil die sind halt echt abfuck. Die haben halt so eine krasse Range, die stehen irgendwo. Es kommen schon wieder 3 Sniper. Ich kann ausrasten. Ich kann wirklich ausrasten. Ich brauche meinen Range-Turm. Los, ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh, jetzt wird's kritisch. Ich bin tot. Aber 6,30. Ja, 6,35 wird schon klappen. Ja, 6,34. Naja, aber immerhin, Leute. Das war die letzte Runde. Oh mein Gott, ich bin so happy, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Übrigens, sämtlich heute verfügbaren EP wurden eingesammelt. Das steht schon, glaube ich, seit 2 Stunden oder so da. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt bei 1525 Brawlboxen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir haben bei 890 begonnen oder so. Lass mich kurz rechnen. Das heißt, ja, 615 Brawlboxen. Kommt das hin, Leute? Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kann man schon mal machen. Danke auf jeden Fall an alle, die heute hier mitgeholfen haben. Natürlich auch an den Fabian und an den Sneaks. Und ich würde sagen, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne mal kostenlos. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder um 15:15 Uhr. Bis dahin, kauft den Merch und ciao.